Wo wir jetzt gerade hier so im Tempel sind, wir könnten auch versuchen, zur Göttin der Heilung zu gehen und da ein wenig zu beten, um dann Tirix Krankheit wegzubekommen. Aber das ist echt nur in Anführungszeichen Wundfieber. Ich denke mal, sobald wir unterwegs sind, kriegen wir das schon hin. Wo geht's denn weiter? Im Westen ist ein Ausgang. Und anscheinend gibt es hier leider keinen weiteren Händler. Gibt es hier irgendwo einen Markt? Ich würde doch gerne mit Pfeilen bewaffnet weiterreisen. Na gut. Wir können nach Klanek. Anscheinend nur nach Klanek. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo der nächste Nachfahre war. Nee, nicht Klanek. Achso, ich wollte eigentlich gucken. Liskor. Nee, also auf meiner Liste haben wir immer noch Gerbald aus Fexcair. Wir haben den Händler Kolborn, der irgendwo rumreist. Wir haben Jasma Timas Dotter in Tos. Oh, ich glaube, Tos war hier oben. Da unten vielleicht? Ja, Tos. Genau, da müssen wir hin. Wir sind jetzt hier, oder? Gibt es vielleicht einen südlichen Ausgang von Ork Angar dahin? Achso, wir sind hier. Ah, dann müssen wir wohl dahin und dann runter. Na, okay, das passt ja. Aber ich kann die Liste trotzdem mal kurz zu Ende vorlesen. Wir haben dann noch Asgrim Torboldsson in Breida. Da habe ich in Klammern der geschrieben Lügner? Fragezeichen. Ich weiß aber nicht mehr warum. Und noch Hjorde Arendsson in Otterche. Obwohl mir der Name echt bekannt vorkommt. Das hatte ich, glaube ich, auch vorletztes Mal schon erwähnt. Aber müssen wir halt gucken. Das ist soweit die Liste. Also, wir wollen jetzt nach Klanek. Wir wollen keinen Gewaltmarsch machen, denn Tirik muss geheilt werden. So, Jallen, bitte, bitte heil endlich unseren Tirik. Der letzte Heilversuch durch ein Talent ist bei Tirik noch nicht lange noch her. Da ist irgendwas buggy. Das kann echt nicht sein. Wie hältst du dich, alter Kerl? Krankheit? Immer noch nichts Neues. Und es macht doch eigentlich nur einen Körperkraft weniger. Also die schweren Krankheiten, die ziehen gleich sehr, sehr viel ab. Und daran erkennt man auch, wie schlimm die Krankheit ist. Also noch ist das Wurmfieber nicht so schwer. Gucken wir mal, was die Nacht bringt. Also Wache halten sollte er auf keinen Fall. Das machen Gerugon, Gwendolyn und nochmal Gerugon. Jagen sollten wir auch, weil wir haben nicht mehr allzu viele Vorräte. Also Myrum jagt. Findet Wasser und kann was Essbares erlegen. Sehr schön. Das teilen wir doch mal gleich ein wenig auf. Auch wenn es leider keine rechte Maustaste auf Gruppe aufteilen Funktion gibt. Hat das Limit erreicht. Ja, er kann auch nicht so viel tragen, weil er krank ist. Eigentlich müssten wir ein bisschen was wegnehmen. So sieht schon besser aus, ne? Ja. So. Und Kräuter suchen wir Jallen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schickes. Aber nur 3 Stunden. Eine Yoruga-Wurzel. Na schön. Schlafen. Jupp. Tirik fühlt sich nach einer beinahe schlaflosen Nacht eher schlechter als besser. Tirik schwinden die Kräfte. Das ist nicht gut. Weiterreisen. Ein idealer Rastplatz. Nein, wir reisen weiter und ich klicke mal ganz schnell Gewaltmarsch. Damit wir auch noch schnell zur nächsten Stadt kommen. Furche kennt ihr in einiger Entfernung einen kleinen Bachlauf. Wollt ihr euch nach Nahrung umsehen? Nein, wir reisen weiter. Und der Gewaltmarsch hat's gebracht. Wir haben 19 Uhr. Das heißt, wenn wir jetzt ganz schnell sind, kommen wir auch noch zu einem Händler rein. Okay. Geronimo. Hier. Nein. Hier. Nein, 19 Uhr zu. Aber ich bin fast richtig gelaufen. Mist. Na gut, bei Tirik schwinden die Kräfte. Oh, Körperkraft hat er noch ein weniger. Was sagt die Krankheit? Das gleiche wie vorher. Ich weiß jetzt nicht, wie der Krankheitsverlauf ist. Also ob irgendwann eine andere Nachricht kommt oder wann es wirklich tödlich wird. Denn Wundbrand ist tödlich. Jedenfalls in Wirklichkeit. Was machen wir jetzt?
Na komm, ich will nichts riskieren. Wir versuchen jetzt noch einmal, ihn zu heilen mit Heilkundenkrankheiten. Und vernichte mit Zahlenwald diese 45 Silberlinge, oder was? Das Heilmissling Tirek erleidet 23 Schadenspunkte. Das war auch das... Nein, das war auch das richtige Talent, oder? Krankheiten? Ja, nee, komm. Raus hier. Auf zum Heiler, bevor Yalen ihn noch umbringt. Das war echt super Timing. Alle Leute heilen sie ohne Probleme und dann, wenn es drauf ankommt... Ganz schön unverschämt, um diese Zeit einen alten Mann zu stören. Ja, tut mir leid, unser Freund liegt im Sterben. Da achten wir nicht so sehr auf die Zeit. Also, Krankheit heilen, Tirek. 144 Silberstücke. Weil wir halt so lange gewartet haben, hm? Also entweder das, oder weil wir ihn jetzt genervt haben zu dieser Uhrzeit. Ich könnte euch helfen für 14 Dukaten. Na gut. Bei Pereine, irgendetwas ist schiefgegangen. Tut mir wirklich leid, ich berechne euch auch nur die Hälfte. Was zur Hölle? 7 Dukaten und es hat nicht geklappt? Das ist ja eine Unverschämtheit. Nochmal. Irgendetwas ist schiefgegangen. Nochmal 7 Dukaten weg. Also auf Tirek muss ein Fluch lasten. Okay, wir haben ihn noch zweimal ein Rattenloch greifen lassen. Wäre jetzt dadurch irgendwas überschrieben worden? Noch ein Versuch. Tirek. Ja, irgendetwas ist schiefgegangen. Das kann doch nicht sein. Gift ist es nicht. Wir können erstmal so... 336 Silberstücke für eine ganz normale Heilung. Nix da. Wie viel Geld haben wir noch? 15 Dukaten hat jeder. Also mal 6 sind 90 Dukaten haben wir nur noch. Wir haben schon richtig Schotter für dich gelassen, Tirek. Was machen wir jetzt? Wollen wir weiterreisen und hoffen, dass das Wundfieber entweder von alleine weggeht? Oder dass wir noch einen Heilversuch mit Yalen bekommen und sie es diesmal nicht vergeigt. Weil das hier scheint echt nicht zu funktionieren. Warum auch immer. Also dreimal, dass es nicht klappt. Obwohl wir beim professionellen Heiler sind, der bestimmt wesentlich bessere Werte hat als Yalen. Ist schon sehr skurril. Sehr skurril. Okay, ein Versuch noch. Tirek. Irgendetwas ist schiefgegangen. Nee, komm. Raus hier. Tirek, schwinden die Kräfte. Der ist bei Körperkraft 12. Ich hoffe mal, dass er erst stirbt, wenn Körperkraft auf 0 ist. Dann hätten wir noch einigermaßen Zeit. Jetzt heilen wir ihn aber erstmal. Heilung. Balsam. Tirek. 20. Sehr schön. So, und ich glaube, wir reisen jetzt auch direkt weiter und schlafen nicht hier im Gasthaus, denn das Gasthaus scheint nicht zu zählen als vergangene Zeit für weitere Heilungsversuche. Also verlassen wir jetzt durch den westlichen Ausgang die Stadt. Anscheinend müssen wir doch den anderen Ausgang nehmen, weil wir wollen nicht nach Liskur, sondern wir wollen nach Tos. Hier ist aber wohl kein anderer Ausgang. Müssen wir den Ausgang nehmen, von dem wir gekommen sind? Aber das war eigentlich eher östlich als südlich. Nö. Also müssen wir jetzt erst nach Liskur und von da aus dann... na gut. Wir wollen ja eh nur raus und Zeit verstreichen lassen. Und Goblins. Ja, Computerkampf. Keine Magie. Hoffen wir einfach mal, dass Tirek nicht zu sehr in Bedrängnis gerät. Aber selbst im Krankenzustand mit Körperkraft 12 dürfte er noch gut austeilen können. Das passt schon. Oh, 8 Schadenspunkte auf Talana. Das müssen wir im Auge behalten. Wenn sie nochmal einen abbekommt, sollte sie fliehen. Ah, okay. Das macht das Ganze ja gleich wesentlich einfacher. Sie stürmt zum nächsten, aber der ist beschäftigt mit Tirek. Sehr schön.
Und was auch immer die dabei haben an Waffen, wir sollten es mitnehmen. Denn wir haben langsam arge Geldprobleme. Also jetzt wegen T-Rex Krankheit. Und jeden Ramsch einfach verkaufen. Das kostet zwar Zeit, weil wir immer wieder Händler suchen müssen und schlafen müssen, um die Öffnungszeiten einzuhalten und so weiter und so weiter. Aber es geht anscheinend nicht anders. So, nur noch 2 Stück. Und nicht Talana hauen, nicht Talana hauen. Sehr gut. Ich glaube, Talana hat ihn gerade umgebracht. Was so ein Zauberstab auf dem Kopf alles ausrichtet. So, 12 Abenteuerpunkte und keine Sachen dabei. Unser Glück ist echt grenzenlos. So, Heilkunde, Krankheiten, bitte, bitte, Tirik. Miss Link, 3 zu 10 Schadenspunkte. Wir greifen nie wieder in ein Rattenloch. Nie wieder. Das hat uns jetzt schon so viel Astralenergie und so viel Geld gekostet. So. Wie spät haben wir es? Wir haben 16 Uhr. Händler? Krämerin? Nein. Njam, njam, njam. Ich brauche immer noch einen Waffenhändler und ich suche noch einen neuen Heiler. Vielleicht war der andere einfach nur inkompetent. Oder wegen der Uhrzeit irgendwie eingeschränkt. Und hier gibt es keinen Heiler? Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Menno. Oben haben wir noch eine Ecke. Und bei meinem Glück ist es, bis wir da sind, zu spät. Was für ein Tempel ist das? Swafnir. Hat nicht wirklich viel mit Heilung zu tun. Was mit dem anderen? Und es wird dunkel. Ja, Geschäfte werden jetzt schon zu haben. Effort. Auch nicht viel besser. Aber wir beten einfach mal. Effort verleuchtet die Gabe, Wasser zu finden. Ja, es war abzusehen, dass sie halt nur Boni geben in ihren Domänen. Also Effort hilft uns zu jagen, Ronda hilft uns im Kampf vielleicht und dergleichen. Aber das brauche ich nicht. Ich brauche Hilfe für Tirik. Das könnt ihr uns doch nicht antun, dass er jetzt verreckt. Ist hier unten vielleicht noch irgendwo? Nö. Das war die Stadt. Ah, Liskor. Also im Süden ist jetzt Toss irgendwo. Vielleicht gibt es da ja einen Heiler. So, mit etwas Glück können wir jetzt nochmal probieren. Wir könnten auch Kräuter verwenden. Wobei ich mir leider nicht sicher bin, welche Kräuter dafür zuständig sind. Ich kann aber ja ganz kurz mal auf die DSA-Kristallseite gehen. Die Krankheiten und deren Heilung. Wundfieber. Talentheilung möglich? Nein. Nötige Kräuter werden keine angegeben. Okay. Wundfieber und blaue Keuche können in der Nordland-Trilogie nur durch professionelle Heiler, die Göttin Pirene oder mit Anti-Krankheitselixier kuriert werden. Das ist keine gute Nachricht. Das heißt, wir müssen jetzt nach Toss und hoffen, dass da ein professioneller Heiler ist, der nicht ganz so teuer ist und der auch ein wenig kompetenter ist als der andere. So, wir suchen jetzt keine Kräuter, wir suchen keine Essen, wir wollen möglichst schnell... Wow, was war das? Möglichst schnell weiter und... Gewaltmarsch. Möglichst schnell weiter und den Heiler finden. So. In der Hoffnung, dass Toss überhaupt groß genug ist, dass sich hier ein Heiler angesiedelt hat. Aber das schaut sehr gut aus. Nein, wir wollten nicht zu dir. Nirgendwo was Rosanes. Da ist schon wieder ein Ausgang. Oh, da ist was. Ein Heiler und wir haben es nicht mitten in der Nacht. Herdi Grimmerson. Herdi, kannst du bitte Tirik heilen? 60 Silberstücke. Da ist irgendetwas schiefgegangen. Da ist irgendetwas schiefgegangen. Ah.
Es kostet jetzt jedes Mal 3 Dukaten, wenn es schief geht. Und das klappt nie. Und der ist jetzt schon auf 11 Körperkraft runter. Und wir haben nur noch 10 Dukaten pro Person. Also ich nehme an, dass beim ersten Rattenbiss wurde er krank. Und durch den zweiten hat sich das Ganze dann irgendwie verbuggt. Wir hätten echt nicht nochmal reingreifen sollen. Aber wir haben jetzt schon 20, 30 Mal Krankheiten heilen geklickt. Und trotzdem geht es nicht weiter. Ja, und Terik schwinden die Kräfte. Das ist ganz und gar nicht schön. Das heißt, ich werde jetzt neu laden müssen. Und zwar den Speicherstand, bevor wir in das Loch gegriffen haben. Gucken wir mal ganz kurz, welcher Speicherstand das war. Hoffentlich habe ich ihn nicht überschrieben. Hey, ich wollte gerade Spielstand laden. Laden? 37? Das schaut gut aus. Das ist jetzt der Speicherstand, wo wir gerade gegen die Käfer gekämpft haben. Und wo wir jetzt nochmal alle hochheilen müssen. Das heißt, die letzten zwei Folgen waren eigentlich für lau. Was natürlich auch recht nervig ist. Aber na gut. Hilft nichts, müssen wir halt so machen. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge holen wir halt das auf, was wir letzte Folge schon gemacht haben. Also bis gleich.